Hallo Freunde, ich bin's Flo, willkommen zurück zu einem Video bei Flo Motion Time und guck mal, ich habe wunderschöne Keyplay Kartons aus der Onmyoji Serie und eins vorweg, diese Sets hier und die Figuren und ich habe noch weitere Sets aus dieser Onmyoji Serie wurden allesamt zur Verfügung gestellt als Live-Set vom superlieben Zuschauer Kammerjäger. Mega großes Dankeschön, sogar noch hier in Originalkarton und Verpackung und einfach nur, damit ihr sie sehen könnt. Ja, stellt er seine Sets euch quasi zur Verfügung zum Angucken. Ist doch super mega nett, also mega großes Dankeschön dafür. Und heute fangen wir an mit dem größten Set hier. K20114 Setnummer und Setname 100 Ghosts Night Scene oder ja, die 100 Geister Nachtszene. So irgendwie übersetzt. Dazu gehört noch diese Box hier. Wenn man jetzt alle Figuren haben möchte, weil hier sind glaube ich nur 5 Stück drin, wenn ich das richtig sehe. Wenn man jetzt aber das ganze Display quasi vollknallen möchte in Figuren, braucht man diesen Karton hier auch noch, der hat die Setnummer K20113. Da sind glaube ich 16 Figuren drin, wenn ich jetzt richtig geguckt habe. Und die kann man dann später, wenn es fertig ist, alle hier hinten wunderbar aufstellen. Ihr seht schon. Ja, ich weiß gar nicht, was es genau darstellen soll. Einfach nur ein Gebäude, so kleines tempelartiges Ding, Schrein, was auch immer. Ja, es hat einfach nur den Namen Nachtszene, 100 Geister quasi so übersetzt. Ja. Aber es hat eine Besonderheit, habe ich schon gesehen. Und zwar, es hat eine wunderschöne Rückwand. Hier, vielleicht seht ihr das in klein, die man zusammenstecken kann. Als Hintergrund, also da bin ich schon mal gespannt drauf. Sieht schon mal sehr schön aus. Werde ich nicht auch besonders vorsichtig machen. Onmyoji nochmal dazu ist aus einem Spiel, Videospiel. Ich habe es mir mal runtergeladen aufs Handy. Angefangen zu spielen, aber nur ganz kurz gespielt, noch nicht weiter gespielt. Mache ich aber nochmal, gefällt mir eigentlich ganz gut. Ist schon ein bisschen älter. Die Sets hier sind auch aus dem letzten Jahr, die Reihe. Es gibt, glaube ich, auch einen kleinen Anime zu der Serie, zu dem Spiel. Habe ich bei YouTube entdeckt. Gucke ich mir vielleicht auch nochmal an, um die Figur nochmal ein bisschen besser zu verstehen, zu sehen. Ja. Scheint aber sonst nicht so geläufig und so zu verbreitet zu sein. Aber egal, jetzt machen wir erstmal die Packung auf und gucken rein. Also wir haben einfach so eine Schiebeschachtel. Ich habe noch nicht reingeguckt, ganz ehrlich. Mal gucken, ob wir jetzt genug Platz hier haben. Sonst machen wir es mal doch so. Verschwindet der Figurenkarton erstmal. Kommen wir später nochmal zu. So, dann haben wir hier den Karton. Und hier oben sehe ich schon direkt diese wunderschönen Puzzleteile. Okay, aus dicker Pappe. Sehr schön. Also die kann man wahrscheinlich wirklich alle zusammen puzzeln. Alle noch unbenutzt. Traue ich mich ja gar nicht, in diese zusammenzustecken. Nicht, dass wir die noch kaputt machen. Also ich glaube, das ist der Fußboden dann, ja. Und das wird noch der Hintergrund sein. So, dann haben wir Karton 1 und 2. Ich glaube, das kippen wir mal so um. Sup, sup. So, den stelle ich jetzt mal hier beiseite. So, was war jetzt Karton 1? Das ist der hier. Das war Karton 2. Dann gucken wir jetzt also mal in Karton 1 rein. Aufmachen. Ich bin jetzt gerade ein bisschen vorsichtiger, weil ich möchte das ungern kaputt machen, weil es nicht meins ist. Und ich möchte es möglichst original wieder zurückgeben an den lieben Kammerjäger. So. Da ist auch die Anleitung schon drin. Ist leer. Da haben wir die Anleitung. Da sieht man nochmal alle Figuren hinten drauf. Es gibt sogar Schlüsselanhänger, ist ja lustig. Und Brickheads aus der Serie. Ja, sieht auch schön aus, Vollfarbe alles. So, was haben wir jetzt hier noch? Kleine Visitenkarte von Keepsake. 3 Tüten, 2 lange Steine und ich sehe hier schon die
Ihr seht auch durch die Tüte durchschimmern. Diese wunderschön bedruckten Paneele, Fenster, was auch immer. Das ist immer sehr, sehr schön bei Keyplay. Machen wir jetzt die zwei auf, dass die Teile alle bedruckt sind. So. Die zweiten Karton. Aber auch wieder drei Tüten und zwei Schläuche. Also insgesamt haben wir, zwei Tüten, nicht drei Tüten, so, sorry. Also insgesamt haben wir fünf Aufbautüten. Ich denke mal auch dann fünf Bauabschnitte, oder? Gucken wir jetzt mal schnell rein, ob da irgendwie ist und dort heult ist. Aber sieht irgendwie jetzt auf den ersten Blick gar nicht so aus, oder? Doch, ja. Klar. Tüte 3, also haben wir auch, fünf Bauabschnitte oder Schritte, wie auch immer. Genau, jetzt gucken wir noch ganz kurz hier in diesen wunderschönen Karton mit rein. Ein bisschen Platz, dass ihr sehen könnt. Den hat er natürlich schon mal aufgemacht. So, und da seht ihr, da sind die ganzen kleinen einzelnen Figurenkartons drin. Und hole ich jetzt mal einen schnell raus, um es euch zu zeigen. So, die sind dann hier alle einzeln drin. Und hier ist nämlich eine schon mal wunderbar fertig aufgebaut. Die sehen dann so aus, kommen mit so einer kleinen Podest und Karte, schon mal sehr schick. Aber das zeige ich euch nachher noch mal in groß und wahrscheinlich alle einzeln, weil sie einfach alle wunderschön aussehen. Also, ihr kennt's, ich mache jetzt diese Tütchen auf, baue dieses wunderschöne Set zusammen und wir sehen uns dann gleich zum Fazit wieder. Also viel Spaß und bis gleich. Da bin ich wieder mit unserer fertig gebauten Arena nach der 100 Geister oder so hieß es ja. Ein wirklich hübsches Set. Ihr seht, ich habe ja auch schon die Rückwand dran. Also es sieht einfach nur top aus. Mir gefällt es ausgesprochen gut, muss ich sagen.
Sieht einfach nur hübsch aus. Aber fangen wir erstmal mit der Anleitung an. Die liegt hier, 74 Seiten hat sie und ist in Vollfarbe bedruckt. Immer relativ wenig Steinchen pro Baumschnitt. Lässt sich echt sehr gut und einfach bauen. Ich habe einen kleinen Fehler. Am Anfang habe ich gesagt, es sind glaube ich 5 Baumschnitte. Es sind aber 6 große Tüten, also 6 große Baumschnitte im Endeffekt. Dann Fehlteile, genau. Es war alles da, es hat nichts gefehlt. Hier ein kleiner Haufen Steinchen war über, nicht viel. Ein bisschen, kennen wir ja, klein Kram. Und ansonsten Steinequalität ist Keyplay typisch. Cumin super gut, finde ich. Da kann ich eigentlich nicht groß meckern. Alles wunderschön, auch die Farben und so weiter. Hier auch das Gold, was hier so oben dran ist und so. Alles sehr schön. Auch die Figur natürlich 1A bedruckt, also wirklich top. Ich hatte nur ein Teil, und zwar hier eine Platte unten. Die hatte schon eine kleine Kerbe. Also kam mir egal. Das war nicht ich, das war schon so in der Tüte. Leider wahrscheinlich beim Rausholen aus den Spritzgussformen oder so hat er vielleicht eine Kerbe reingemacht. Bisschen schade, aber ist nicht weiter schlimm. Ansonsten wirklich alles top. Dann Steineanzahl. Ich habe nochmal geguckt. Ich habe es am Anfang nämlich nicht gesagt, wie viele Teile hier enthalten sind. Und es steht nämlich auch nirgendwo auf dem Karton und es steht auch nirgendwo eine Anleitung drauf, wie viele Teile ein Set hat. Die ganzen Online-Shops, die das Set anbieten, schreiben immer 2000 plus Teile. Stimmt aber nicht. Ich habe nämlich mir die Anleitung zur Hand genommen und ich habe alles nochmal einzeln durchgezählt, jedes einzelne Teil, was da drin war. Ich habe mich bestimmt verzählt und ich bin auf 902 oder so gekommen. Also selbst wenn ich mich ganz grob verzählt habe, ich habe mich bestimmt nicht um 1100 Teile verzählt. Und ich habe sogar hier diese Figürchen, alle Arme, Haarteile habe ich alles einzeln mitgezählt und bin trotzdem auf 902 gekommen. So, die Rückwand habe ich jetzt nicht mitgezählt, aber die besteht nur aus 6 Teilen. Wenn wir jetzt noch die dazu nehmen, dann sind wir vielleicht bei 108 Teilen oder so. Da fehlen uns immer noch ziemlich viele Teile, um bei 2000 plus zu sein. Also, keine Ahnung, wo die Shops die Zahl her haben, die stimmt definitiv nicht. Es sind hier nur 908 wahrscheinlich mit der Rückwand, sowas in dem Dreh. Tja, selbst wenn wir hier diese ganzen Figuren mitzählen, die aus dem anderen Set sind, aus dem Displaykarton, selbst dann würden wir meiner Meinung nach lange nicht auf 2000 kommen. Also, okay. Wollte ich nur noch mal erwähnt haben. So, dann zurück zu diesem wunderschönen Onmyoji-Set. Ihr seht schon, es ist eigentlich relativ simpel. Wir haben hier diese Gebäudereihe oder das Gebäude. Für mich ist es wie so ein kleiner Tempel oder Schrein, soll das für mich zumindest sehr eindeutig darstellen. Und hier vorne haben wir dann einfach nur eine Reihe, wo die Figuren draufstehen und rechts und links als Deko 2 Kirschbäumchen. Das Gebäude an sich oder die 3 Gebäude, wie nachdem, sind relativ flach. Also wirklich nur so flach. Ich drehe es mal auch zur Seite. Seht ihr es nochmal vielleicht ein bisschen besser. Und die grenzen einfach nur hinten direkt an die Pappe, an die Rückwand an. Ich blende euch mal ein Bild ein. Also nur die Pappe an sich und nur die Gebäude. Dann seht ihr das nochmal. Das jetzt nochmal so zeigen. Also ihr seht, die Rückwand, die besteht aus 3 Teilen, die wird einfach so zusammengesteckt. Der Boden genauso, wie so ein Puzzle einfach zusammengesteckt, alles. Insgesamt sind es 6 Teile, die ganze Rückwand und der Boden. Und dann wird das Set auch einfach nur draufgestellt. Und ja, ihr seht, das Gebäude schließt dann einfach nur hinten flach ab. Und da ist dann eigentlich nicht wirklich groß, was hier am Gebäude zum Spielen oder so ist, einfach ein, so in dem Sinne ein Deko-Set, was wir euch ins Regal stellen können. Und dafür sieht es dann auch wirklich sehr schön aus, wie ich finde. Also mir gefällt es wirklich sehr, sehr gut, gerade mit der Rückwand. Echt hübsch. Hier vorne, hier haben wir die 2 Kirschbäumchen, wie gesagt, haben wir noch als Deko 2 so eine Katzen. Die sind auch ganz süß. Und wie gesagt, ist ja alles voll bedruckt. Das finde ich sehr schön auch sauber bedruckt. Und genau, bevor ich jetzt weitermache, erstmal mal zum Druck. Hier nämlich hinten im Gebäude, hier unten, ich muss euch das natürlich einblenden, da ist so eine ganze Reihe, so eine Fensterwand mit Paneelen und die sind voll bedruckt und alle verschieden bedruckt, die müsst ihr dann alle hinlegen, sortieren quasi. Und da gibt es so ein ganzes Bild, also das finde ich sehr schön. Ich mag das, gefällt mir sehr gut. Ansonsten hier oben sieht ihr auch nochmal, ist auch sehr markant, der Druck sieht man auch als erstes. So, dann machen wir vorne weiter. Also ihr habt es ja schon vielleicht am Ende des Aufbauvideos gesehen. Da haben wir diese 2 braunen Rädchen und das ist ganz simpel, einfach nur so an Zahnrädern, die das übersetzen, und wenn man an denen dreht, dann können wir hier diese Geisternacht darstellen. Das sieht dann so ein bisschen geistermäßig aus. Ich
bräuchte das jetzt nicht, ehrlich zu sein. Ist eine witzige Idee, aber ob man es nun wirklich so oft benutzt, keine Ahnung. Und im Aufbauvisier, am Ende habt ihr ja gesehen, wenn ich hier alle die Figuren, ich habe sie alle da einmal raufgestellt, darauf habe, die Figuren sind halt auch nicht gerade schmal, die sind ein bisschen größer, ein bisschen dicker, auch wenn sie hier den ganzen Deko noch dabei haben, dann lässt sich das teilweise ein bisschen schwierig drehen, weil die Figuren dann einfach nicht aneinander vorbeipassen. Dann müsst ihr das alles so arrangieren, dass die auch aneinander vorbeipassen, sonst ja klappt das alles nicht. Und dann hängen die aneinander oder dann reißen sich gegenseitig runter oder sowas. Also ist ein bisschen knapp am Platz da oben. Aber wie gesagt, mir würde es so reichen, würde ich sie einfach nur da hinstellen, ohne dieses Gedrehe. Ich würde dann sogar fast das hier noch weiter zurückbauen, dass es noch flacher wird. Allerdings ist die Pappe ja schon so breit, macht dann ja auch irgendwie auch keinen Sinn. Ich hätte das dann die Pappe noch schmaler gemacht und das weiter zurückgesetzt, vielleicht im Halbkreis so ein bisschen hier wie das Gebäude auch, dass es noch schmaler wird und noch mehr auf schmale Regale zum Beispiel passt, wäre auch eine Idee gewesen. So, weil hier innen drinnen nämlich eine ziemlich große freie Fläche, wo einfach gar nichts ist. Ich meine, da könnt ihr natürlich auch die Figuren dann hinstellen und irgendwas nachspielen, nämlich hier Szenen aus dem Spiel, keine Ahnung, zum Beispiel. Oder aus dem Anime, den ich auch nicht geguckt habe. Ja. So, dann kommen wir jetzt zu den Figuren. Und zwar haben wir hier in diesem Set 5 Figuren, wie gesagt. Das ist hier die K20114 und enthält diese 5 Figuren. Die hier alle sind, wie gesagt, aus dem Displaykarton aus dem K20113. Ich weiß die Namen leider alle nicht. Ich weiß nur, dass das hier die Hauptfigur ist. Abe no Seimei heißt der. War auch eine echte Person im echten Leben. Hatte an und dazu mal 921 bis ins Jahre 1005 gelebt, wohl auch dokumentiert. Und war ein Onmyoji. Ja, er hat, ich weiß gar nicht, nennt man die Meister? Ich weiß nicht, wie man die nennt. Onmyoji, ob das Meister sind oder nicht. Jedenfalls haben sie die Lehre des Onmyodo quasi ausgeführt, praktiziert. So eine Lehre der Kosmologie aus des Weg des Yin und Yang und die Lehre der 5 Elemente. Daraus ja, setzt sich das irgendwie zusammen, so Naturwissenschaften, ein bisschen Okkultismus und so weiter. Ein bisschen Magie eben. War dann auch später quasi der japanische Merlin so berühmt und ja, von den Zauberkräften her gibt es wohl auch mehrere Bücher da drüber. So, jedenfalls wird das jetzt Abe no Seimei, die Hauptfigur in dem Onmyoji-Spiel, auch hier. Die restlichen Figuren, wie gesagt, weiß ich nicht, das ist vielleicht Kagura, da bin ich mir nicht sicher. Aber ich blende euch mal alle groß einzeln ein. Fangen wir, wie gesagt, mit dem Abe no Seimei an. Sieht auch sehr schön aus mit dem Fächer bedruckt. Also die Figuren sind alle wirklich sehr schön. Da kann man eigentlich gar nicht meckern. Hier die nächste. Weiß nicht, wie sie heißt. Auch mit so kleinen Hörnchen oben drauf. Und ein Zauberstab. Sehr schön bedruckt. Und hier, ich glaube, das ist, wie gesagt, Kagura oder so. Ich weiß nicht, ob das auch ein Onmyoji ist oder nicht. Ich glaube, in dem Spiel gibt es nämlich 5 davon. Und hier sind komischerweise 5. Also vielleicht sind es die 5, aber ich bin mir da nicht sicher. Wahrscheinlich nicht. Dann die nächste hier ist so ein Oni wahrscheinlich. Mit so einem kleinen Horn auf der Stirn. Seht ihr es hier oben. Und einer sehr großen, ausladenden Frisur. Sehr breit, aber auch sehr schön bedruckt. Und als letztes hier von den Standardfiguren in dem Set ist diese mit ziemlich großem Schwert, was auch bedruckt ist, sehr schön. Und da als Besonderheit finde ich, wenn ihr auf die Füße achtet, da unten sind so eine kleine 1x1-Plätze drunter, die bedruckt sind am Rand entlang für die Füße, für die Schuhe. Also wirklich sehr schön gemacht. Die ganzen Drücke hier, ich drücke, Prinz, wie auch immer. Sind wirklich sehr schön. So, dann zu den Figuren hier. Die sind, wie gesagt, aus dem Displaykarton. Dazu ist zu sagen, ich zeige euch mal hier so ein Schächtelchen. In dem großen Displaykarton sind 20 solcher kleinen Kartons. Also kriegt man dort 20 Figuren. Es gibt insgesamt 16 verschiedene Figuren, wenn ich das richtig verstanden habe. Und 14 davon hat man in diesem Karton garantiert, wenn ihr das Display kauft. Und 2 davon, die sieht man hier an der Seite, die sind geheim, Überraschungsfiguren quasi. Ja, da habt ihr dann Glück oder auch Pech, ob ihr sie zieht oder nicht. Wie gesagt, also 20 Kartons, 14 Figuren sind
allen garantiert und die restlichen 6 sind dann entweder doppelt oder er beglückt und zieht die 2 oder eine von diesen Geheimfiguren. Ich habe extra nachgefragt, der Kammerjäger hat mir nur 15 geschickt von den Figuren und ich habe aber nachgefragt, er hat leider keine von diesen Spezialfiguren in seinem Karton gezogen. Und eine Figur hier fehlt auch, die habe ich jetzt hier nicht stehen, aber die hat er zu Hause, also die sind alle da. Diese hier mit dem Schirmchen, die blende ich euch auch nochmal ein hier von dem Karton, dass ihr mit denen seht, in etwa wie sie aussieht. Sieht auch sehr schön aus. So, achso, was ich noch sagen wollte, was lustig ist bei den Figuren, was mir auch gefallen ist, also ihr habt ja einmal den Hauptbeutel mit der Figur quasi, dann ist da drinnen noch die Platte, die Anleitung und so eine kleine Visitenkarte und noch ein zweites Tütchen, wo einfach nur so zwei schwarze, einmal zwei Plates drin sind. Und ich habe mich erst gedacht, wozu? Die tauchen nicht in der Anleitung auf und es ist in jedem einzelnen Figurenkarton drin und mit unterschiedlicher Anzahl. Mal 2, mal 3, mal 4, mal 5, mal 6. Und ich habe gedacht, wozu? Und erst spät ist mir dann aufgefallen oder habe ich gedacht, wahrscheinlich um das Gewicht auszugleichen, weil die Figuren alle unterschiedliches Gewicht haben. Und einfach, ja, vielleicht sind dort doch einige Leute dann immer in den Läden unterwegs und wiegen die Figurenkartons ab, um dann rauszufinden, wie bei Überraschungseiern, was dort drin ist. Keine Ahnung, ist jetzt meine Vermutung, einfach mal um das Gewicht auszugleichen. Vielleicht liege ich auch falsch. Egal, machen wir einfach mit den Figuren weiter. Also ihr seht, die kommen ja alle aus so einem Podest. Und da ist auch noch eine Karte enthalten, die ihr hinten reinstecken könnt. Sieht dann sehr schön aus. Auf der einen Seite ist einfach nur nichts, so ein Hintergrund. Auf der anderen Seite ist die Figur abgebildet nochmal. Und da steht auch drauf, wie selten der ist. Zum Beispiel, das ist ein SSR-Charakter, also ein seltener oder sehr seltener. Aus dem Spiel. Ist übrigens auch meine Lieblingsfigur, muss ich sagen. Also vom Aussehen her, mir gefällt die sehr gut. Finde ich sehr cool. Mag die irgendwie. Dem Gold, Lila, Rot und so. Insgesamt sehr schöne Figur. Muss ich sagen, 1er bedruckt. Also ich weiß die Namen, wie gesagt, leider nicht oder was die können in dem Spiel oder keine Ahnung. Das weiß ich nicht. Das sind mir doch zu viele. Müsste ich auch das Spiel erstmal spielen oder den Anime gucken. Und hier haben wir die nächste. Für mich sieht es aus wie eine Priesterin. Was ich hier schön finde, ist, hier haben wir so eine Stoffbahn, die damit reingesteckt werden. Und hier oben auch das, ich weiß gar nicht, so ein Trommelding, was auch immer. Ist auch bedruckt, sehr schön. Und hier der nächste, so ein Vampir ist es nicht. Ein Engel wahrscheinlich. Sieht zu lieb dafür aus, nicht wahr? Für einen Vampir. Mit zwei schwarzen Flügelchen und so einen coolen Gürtel. Den mag ich. Also auch eine sehr schöne Figur. So ein Teufel wahrscheinlich oder was auch immer. Ich sehe gerade, hier hast du, glaube ich, die Ärmchen falsch dran gesteckt, lieber Kammerjäger. Die gehören andersrum. Hier haben wir Tanuki. Da weiß ich den Namen. Da habe ich aufgepasst. Ja, das ist ein Tanuki. Sieht auch sehr witzig aus. Dann haben wir hier die nächste. Für mich sieht es aus wie eine Priesterin oder so. Aber ich weiß nicht genau, was die kann. Sieht auch sehr schön bedruckt aus. Und ja, ich glaube, die hat das auch genau. Die sieht auch nochmal unten an den Füßen diese zwei kleinen Plätze, die extra bedruckt sind und hier noch einen großen, langen Stab, Zauberstab. Ich weiß nicht, was der kann. Und hier als nächstes ein Bogenschütze mit seinem Bogen und einer roten Strähne im Haar. Sieht auch gut aus. Und als letztes hier aus der Reihe der ultimative Schwertkämpfer. Erinnert mich fast so ein bisschen an Zorro, nicht wahr? Hat hier drei Schwerter. Die sehen echt cool aus, muss ich sagen. Die sind sehr cool bedruckt. Sind schwarz und dann Silber drauf bedruckt. Und oben sind sie sowieso sägezahnmäßig. Also finde ich echt cool. Auch hier das untere Schwert. Hey, die Figuren sind wirklich top, muss man sagen. Auch hier auch bei dem ist auch unten die Füße. Das guckt sich dann auch da wieder diese zwei kleinen Plates auch extra bedruckt. Und dann hat hier noch hier so ein riesengroßes Schwert in Lila. So, dann machen wir jetzt auf der Seite weiter. Ich habe eine etwas unspektakulärere Figur im Vergleich. In schlichtem Grau gehalten, aber auch mit so einem scharfen Messer als Stab. Und die nächste, ich glaube, das ist, soll ein Vampir sein, ja. Sieht auch ein bisschen gemein aus, wie ein Vampir. Mit den Flügeln. Aber allesamt wirklich sehr schön bedruckt. Und ich glaube, das sind diese Figuren, das sind, also in dem Spiel, Shikigami heißen die, glaube ich. Ich bin mir sicher, die dann von den Onmyoji beschworen werden können, heraufberufen können, wie auch immer. Ja, die hatten wir jetzt hier schon, die stand hier unten schon. Und hier, das ist nochmal, genau, Abeno Seimei hatten wir auch schon. Und hier, die hatten wir ja auch schon hier gezeigt. Mit dem großen Hackebällchen.
So. Also waren jetzt alle Figuren, abgesehen die von dem mit dem Schirmchen, die fehlt hier. Und die zwei Spezialfiguren, die habe ich hier, wie gesagt, nicht zu stehen. Die hat er leider nicht im Karton mit gehabt. Die könnt ihr allerdings sehen, wenn ihr die Setnummer vielleicht und Yoji und K, was war es, 2011 in der Reihe googelt, dann müsst ihr vielleicht ein paar chinesische Reviews gucken, wenn ihr die sehen wollt. Da sind die nämlich zum Teil zu sehen, die Spezialfiguren. Ich wollte jetzt die nicht aus dem anderen Reviews klauen und euch hier zeigen. Jedenfalls, insgesamt, die Figuren sind alle wirklich wunderschön. Das Set auch mit dem Rückwand und so weiter, ich finde es wirklich sehr, sehr schön, eine tolle Idee. Geht von mir auf jeden Fall definitiv beide Daumen hoch für dieses Set mit den Figuren. Ja, am schönsten sieht es natürlich aus, wenn ihr euch alle Figuren kauft und hier mit reinschaltet. Das sieht natürlich wirklich dann top aus. Ist dann nicht ganz billig, wenn ihr wahrscheinlich alles zusammen kauft, seid ihr über 100 Euro mindestens los, denke ich mal. Das Set ist jetzt auch nicht mehr, wie gesagt, nicht mehr ganz frisch aus dem Jahre 2020. Ja. Wird wahrscheinlich dann auch mal seltener werden, denke ich mal. Bin ich mir echt fast überlegen, ob ich die Figuren auch nochmal kaufe, weil die gefallen mir echt gut. So, was soll ich jetzt noch sagen? Ich glaube, das war's. Außer genau, ich habe ja noch die anderen Sets zu der Serie auch geliehen bekommen vom netten Kammerjäger. Ich glaube, 5 oder 6 waren es, bin ich jetzt nicht mehr ganz sicher. So eine kleine, wie die Sembo Food Stalls sind es, so Mochi Shop oder so, was war das. Auch jeweils mit so einer Figur und ja, wahrscheinlich nur so in der Größe. Die werde ich dann als nächstes euch zeigen. Und da freue ich mich auch schon drauf. Da bin ich noch überlegen, ob ich die alle einzeln mache oder auch mal 2 zusammen. Mal gucken, werde ich dann sehen oder ihr sehen. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Also, wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich sehr über ein Like oder freuen. Und bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Ciao.